Dann hoffe ich mal, dass das hier alles so funktioniert. Also, wunderschönen guten Abend. Endlich, endlich, endlich. Ich weiß nicht, nach wie langer Zeit soll es jetzt endlich losgehen mit dem Muppet-Theater. Ja, und deshalb würde ich sagen, legen wir gleich los. Ich habe nur wieder den obligatorischen Audiotest vergessen. Ich kann nichts mit, aber den habe ich jetzt gerade gemacht. Namen-CT. Gut. Was brauchen wir? Wir brauchen mein Schreibtisch. Dazu fliegt erstmal die Tastatur zur Seite. Dann brauchen wir natürlich, ist es jetzt außerhalb meiner Reichweite. Namen, Kadi. Wie komme ich da denn jetzt ran? Ach, ich bewege mich doch so ungern hier weg. Dann schalten wir doch schon mal hier hinein. Das war auch wieder eine schlechte Idee, weil das darf ich erst machen, wenn ich hier umgeschaltet habe. Einmal mit Profis. So, jetzt schalten wir hier hin. Dann wird auch der, na, das ist noch bescheuerte, was ich hier mache. Ey Leute, ich glaube, ich komme noch mal rein. Also, hier muss das hin. Danke. Ach, das heißt wieder, ich darf wieder nachbearbeiten. Ich liebe es. Gut. Jetzt schalten wir hier hin. Das wäre doch die Lösung gewesen. Gut. Entschuldigen Sie mich kurz. Ich habe nämlich was vergessen. Ich muss mal. Jetzt der Greenscreen. Oh, das klappt sogar einigermaßen. Es kommt ins Bild das berühmt-berüchtigte Tablet, ohne dass ich hier nicht arbeiten kann. So, wir müssen dich daran. So, und dann wollt ihr ja gerne sehen, was ich hier mache. Und deswegen. So, das ist eine gute Bildaufteilung, würde ich sagen. Und dann fangen wir einfach mal an. Also, Part 1, Main Stage Section, also die Hauptbühne als erstes. So, und jetzt geht es nämlich los. Jetzt muss ich die Teile erstmal finden in meinem ganzen Gedöns. Ich versuche hier neben mir nochmal ein bisschen Platz zu schaffen. Dann habe ich hier eine Tüte. Ich glaube, die brauche ich erstmal nicht. Die stellen wir dahin. Achtung, jetzt kommt meine Birne von der Seite ins Bild. Und dann gucken wir mal, was hier so ist. Hier ist etwas, was noch lange nicht gebraucht wird. Ist hier irgendwas, von dem ich glaube, dass ich es zeitnah brauche? Ja, so ein bisschen Ten könnte nicht schaden. Die weiß ich jetzt gar nicht, warum ich die habe. Ich habe ja die Anleitung gestern durchgeguckt. War das gestern oder vorgestern? Vorgestern. Noch mehr davon, noch mehr davon, noch mehr davon. Ah, hier kommen in die Richtung. Wir kommen in die Richtung Dark Red. Und noch mehr Dark Red. Die grauen Steine brauche ich noch nicht. Die lassen wir erstmal aus dem Spiel. Teile. So, jetzt muss ich aufpassen, weil das ist Bricklink. Das. Ach du Scheiße. Das hier. Wir merken uns mal, alles mit so rotem Zipbeutel ist AliExpress. Das soll sich ja nicht mit meinem echten Lego am Ende vermischen. Das hier sind sowieso eingeschweißte Beutel. Die werde ich dann wahrscheinlich später unter. Ah, hier kommen wir doch so langsam. Euch brauche ich viel später. Viel, viel später. Aber die hier, die packen wir schon mal aus. So, das ist nämlich, das ist 4 mal 6 und 6 mal 8, also eine davon. So, och, die sind jetzt zusammengedrückt. Das ist ja ganz unangenehm. So, für solche Fälle habe ich meine berühmten Pommesscheiben. Ich sag mal so, natürlich, Mann, ist hier was los. Hallo Armin. Man sieht natürlich sofort, dass das nicht Lego ist, weil es steht nicht Lego auf den Noppen. Also insofern muss ich mir gar keine großen
Sorgen machen. Was habe ich denn hier? Hier habe ich Gold, Pink, Grün. Das ist auch erstmal komplett uninteressant. Schmeißen wir auch zur Seite. Mittel uninteressant. Halbwegs uninteressant. Noch ganz uninteressant. Gott, wann kommt denn endlich mal das interessante Zeug hier? Rot ist ja grundsätzlich interessant. Die brauche ich dann. Die brauche ich irgendwann. Ich hole mal den hier hoch. Rote Bricks, ich hatte doch eben schon. Ach, habe ich aus zwei verschiedenen Quellen. Wie schön. Das ist so ein bisschen durcheinander gedöns. Und zack, ist der Schreibtisch voll. Ah. Da. Rote Platten. Komisch farbige Platten. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wusste, dass es ein Chaos wird mit 2000 Teilen und wenig Platz. Gut, fangen wir einfach mal an. Also, da sind wir uns schon mal einig. Dann kommen jetzt hier, fange ich mit der kleinen Tüte an. Und schon haben wir eine Tüte für Reste. So. Witzig, Lego. Lego an Blue Bricks. Zack. Gelb. Gelb, hatte ich gerade gesagt, ist Don't Care. Also gelb heißt ja, muss ich sage das immer wieder für die, die nicht von Anfang an dabei waren. Bei diesem Set heißt gelb, es ist egal. Es ist egal, welche Farbe du nimmst, weil man sieht es hinterher nicht. Also quasi die klassische Dingsda-Seuche hier. Okay, jetzt habe ich zwei davon. Jetzt kann man hier sehr gut erkennen. Okay, die sollen so. Und jetzt brauche ich ist das hier drin? Nee, hier ist es nicht drin. Ich glaube, das ist hier drin. Ups. Das ist ein Achter. Ich hätte gerne einen Sechser. Habe ich auch. Nein, das sind Achter. Ihr kommt da mal raus. Du kommst da auch raus. Du bist nämlich eigentlich sowas. Und, oh, guck mal, hier sind auch. Ich glaube, diesen Kleinkram brauche ich früher oder später doch. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Jetzt brauche ich aber wirklich ganz dringend einmal 6 in Dark Red. Ach so, einmal 6 in Dark Red und ich brauche 2x8 in Don't Care. Wo habe ich denn 2x8 in Don't Care? Also doch wieder hier an den Eimer. Ich frage mich gerade, wie das funktionieren soll hier. Ah, das sieht schon mal gut aus. Das sieht nämlich aus. Na, hier grau. Grau. Im Sinne von, es ist egal. Der kommt dann hier in die Mitte. Das ist nicht zu fassen. Schade, das sind Fliesen. Fliesen, Fliesen, Salz gewiesen.
Das wird doch nie was hier. Sehen Sie mich verzweifeln. Guck mal, das sind zum Beispiel, die könnte ich da mit reinpacken, weil das sind same, same, but different. Die hatte ich hier auch schon. Da. So. Hier kommt mal kurz dazu, weil die Tüte liegt hier schon die ganze Zeit. Da hätte ich ja mal vielleicht früher hingucken können. Gut. Sehr schön. Umsonst gesucht, umsonst geflucht. So. Kann nur besser werden. So, so, so. Zack. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Zwei davon, zwei davon. Also zwei davon. Und wo hatte ich denn gerade die? Ah, da. Nee, 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 das ist... Vertrauen Sie mir. Sie sind denn zwar verloren, aber... Das ist einigermaßen eindeutig bei dem Set, welche Farben man braucht. Jetzt kommt ein 2x3. Jetzt kommt ein 2x4. Jetzt kommt ein 2x3. Gut. Ich habe ja auch noch keine Vorstellung, wie groß das Ding ist. Sprich, wie viel Platz ich brauche. So. Moment. Achso, den Schritt. Seht ihr? Schritt übersprungen. Rächt sich sofort. Der kommt dahin. Dann kommen wieder zwei davon. Das ist. Moment, ist das, habe ich die nur in Lego? Weil ist ja immer die Frage, wenn ich die in Nicht-Lego habe, sollte ich natürlich erstmal die in Nicht-Lego benutzen, damit die Lego übrig bleiben. So, dann kommt eine kleine Platte. Wo hatte ich die? Kleine Platten. Ach, hier. So. Das wird schon mal ganz schön symmetrisch. Achso, das war die Taste. Ich glaube, wir haben gleich einmal quasi die Rückwand fertig. Gut, das heißt, die Bühne wird ungefähr so breit. Ja, es scheint gerade noch hinzukommen mit der Größe. So, was kommt denn jetzt? Stückwerk. Es kommen die, ich brauche Vierer. Ne, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Das ist alles jetzt mit, alles mit drei. Hier. Ich packe gleich mal eine auf die andere Seite. Fuchsig, der ich bin. So, dann hatte ich, irgendwo hatte ich diese Viertelkreisscheiben, hatte ich auch schon gesehen. Ah, Viertelkreisscheiben. Obwohl, es ist kein Viertelkreis, es ist ein abgerundetes Viereck. Und einen schon mal für die andere Seite. Das sind die Winkel. Das sind die eine. Das sind die. Das sind die. So. Hatte ich schon? Hatte ich schon. Ich hatte sie schon. Ich wusste, dass es mit 2000 Teilen hier auf meinem kleinen Schreibtisch lustig wird. Hauptsächlich für euch. Gut. Nächster Schritt. Was brauchen wir hiervon welche? Machen wir auch wieder links, rechts. Ja, weil man sieht da unten. Nee, ich zeige dahin, das bringt nichts. Da, nein, das macht der Greenscreen nicht mit. Ihr seht, dass wir gleich dasselbe auf der anderen Seite nochmal machen, weshalb es schlau war,
schon mal die Teile für die andere Seite hinzulegen. Jetzt bin ich aber wieder auf der Suche nach meinen, da, 2x3 Bricks. So. Also erst kommt der. Ach, zwei davon. Sag das doch, zwei davon. Achso, da habe ich ja schon einen zweiten. Achso, nee, der war für die andere Seite eigentlich gedacht. Also, jetzt haben wir es zwei da, zwei da. Jetzt kommt noch einer davon. Ups. Baue ja irgendwo, dass ihr es ja gar nicht so sehen könnt. Ach, sagt es. Ihr seid auch nicht hilfreich, wenn ich das mal sagen darf, weil ihr weist mich nicht darauf hin, wenn ich Scheiße baue. Gut, jetzt habe ich natürlich die wieder weggepackt. Da, ne? da. Zuschauerbeschimpfung, so wichtig. Das ist aber mit diesem Dunkelrot auch wirklich in der Anleitung nicht so gut zu erkennen. Rausred. Na. So, andere Seite genauso. Du. 6er. 4er. So. Passt gerade noch ins Bild. Achso, hatten wir schon? Hatten wir doch schon, ne? Hatten wir schon? Oh, Gold. Gold. Zwei goldene Makaronis. Einer da. So, und jetzt brauchen wir zwei davon. Das ist nicht so schwer. Da. Und dort und dort. So, das sieht auch gut aus. Mehr, oh, Jumper Plates in Pearl Gold. Hatten wir die schon irgendwie? Nein. Hier haben wir die Jumper Plates. Ich hätte gerne aber auch Fliesen in Pearl Gold. Ich glaube, von denen habe ich nicht so viele. Ah. Gut, also, das hatte ich schon im Vorbereitungsvideo erzählt. Es gibt kein, wohl offensichtlich, also ist meine Deutung, es gibt wohl keine Plates in Pearl Gold. Und deswegen hat sich der Erbauer hier gedacht, nehmen wir einfach Jumper Plates, weil Jumper Plates kann man, wenn man will, wie Plates benutzen. Sie drehen sich zwar theoretisch, aber wenn die nachher am Ende richtig irgendwo eingebaut sind, dann stört das ja nicht. Dann können sie sich nicht mehr wegdrehen, dann macht das auch nichts. Na. Zack. Sieht jetzt nur beim Bauen ein bisschen komisch aus, wenn die sich wegdrehen. Aber ich gehe mal davon aus, am Ende werden die durch andere Teile in Position gehalten. So. Das wart ihr. Oh, guck mal, das ist wichtig. Hier habe ich eigene Fliesen in bestimmten Farben. Das könnte nochmal
Das wird nochmal wichtig. Handy springt an. Wie schön. So. Gut, jetzt haben wir hier diese goldenen Sachen. Z wieder zwei von den Monsterplatten. Kriegen wir hin. Jetzt wird's lustig, weil jetzt kommen wir hierzu. Hier muss ich aufpassen. Die roten weiß ich nicht, ob die gebraucht werden. Die hier werden definitiv. Das ist alles gelb und grau brauche ich noch. Also die grauen darf ich hier nicht verwenden, das weiß ich. Die grauen sollte ich vielleicht mal. Wo sind denn die anderen grauen? Da sind die. Plonk, da sind die anderen grauen. So, wie viel brauchen wir denn jetzt? 12 Stück. Sind das hier 12 Stück? Ein so ein Turm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peter Perfect. Gut, wo fangen wir denn an? Also, es sollen. Achso, hier werden 3 gebraucht. Das ist ja unschön. So. Es ist echt schwer zu erkennen. Also diese sind hier jetzt eben nur, um das irgendwie zusammenzuhalten. Ja, ich habe hier ganz viele Platten, auch teilweise sehr schmale Platten. Ne? Hier rutscht das alles noch auseinander. Und das wird jetzt hier halt alles fixiert. Und dahin und dahin und dahin. Alles gut festdrücken. Und jetzt ist das hier nämlich 1. Gut. Aber wieso rot? Wieso? Ah, hier. Die habe ich hier. Rot, rot, dann in die Mitte, so eine und suche ich wieder die Viertelkreise. Ja. Viertelkreise. Warum da rot jetzt hin sollte, ist mir. Vielleicht sieht man das ja nachher. Gut. Oha. Gelbe, in Anführungszeichen gelbe. Haben wir hier von irgendeiner Sorte 5 Stück. Ach, machen wir hier die 4 und den. Ach, wisst ihr was? Ich stehe ja so auf Symmetrie, deswegen tauschen wir den nochmal wieder aus. Dann ist der Teil wenigstens symmetrisch. So, und jetzt packen wir den dahin. Muss ich genau aufpassen. Na gut, das ist einigermaßen alles Sinn. Gut, also ne, Farben solche. Ne? Aber hier ist sie halt quasi Teil des Konzepts. Und hier in die Mitte soll jetzt ein gelber 2x2. Das ist 2x3. 2x8. Ich vermute mal, dass ich hier irgendwo. Das ist 1x3. Da wird nämlich wirklich nur einer von gebraucht. Und da habe ich dann tatsächlich gelb genommen.
Also ich habe eigentlich immer versucht, Gelb zu nehmen, aber ich hatte nun mal nicht immer Gelb in meinem Bestand. Aber ich dachte mir, es ist beim Bauen natürlich am einfachsten, wenn Gelb gelb ist. Und nicht irgendwas. So. 24. Das war jetzt mal einfach so ein Schluck aus der Pulle. Der. Okay, das ist jetzt langweilig. Man nehme immer drei. Setze sie zusammen. Ja, das ist hier halt wirklich. Nur, das ist halt hier, dass er gesagt hat, ja, ihr sollt ja eure Bestände benutzen können für das Set. Und das kann man halt perfekt machen. Man hätte natürlich auch sagen können, ja, das Innen muss alles dunkelrot sein, damit es schön aussieht. Dann hätte ich noch mehr Teile kaufen müssen. So konnte ich wenigstens ein bisschen was von meinem Bestand hier benutzen. Bestand, nicht Verstand. So. Das ist aber wirklich ein bisschen. Das sieht natürlich auf dem Bauplan so schön aus. Na gut, wenn ich die hier ein bisschen in Reih und Glied zwinge, dann geht's. Das wird, glaube ich, noch öfter gebraucht. Gucken, habe ich alles gemacht? Ja. Ah, Macaroni. Habe ich die Macaronis wieder? Nee, die sind doch hier oben, die Macaroni. Macaroni, das ist sehr viel später. Und. Nee, Quatsch, wir sind ja hier. Moment. Ach so, jetzt weiß ich, was wir hier machen. Als wenn ich wüsste, was ich hier mache. So. Guck mal, die werden nachher nochmal wichtig. So. Ja. Hier kommt wieder hier. Jetzt brauche ich noch, doch noch wieder ein paar davon. Vier, drei. Oh Gott. Weil jetzt bauen wir wieder, hier soll nämlich jetzt wieder echt eine Fliese oben drauf. Fliese zu mir. Das ist doch das falsche Gold. Oder sieht es nur? Moment. Moment. Ich befürchte, das ist teilweise das falsche Gold. Oder sieht es einfach unterschiedlich aus? Es könnte natürlich sein, dass ich. Habe ich die? Die habe ich, glaube ich, bestellt. Ne? Pearl. Sieht irgendwie so aus, als wenn das eine Mischung ist aus Pearl Gold. Das kann man bestimmt immer in der Kamera nicht sehen. Die sehen mehr Pearl und die sehen sehr mehr metallic aus. Das wäre natürlich unschön. Tatsächlich, das hier sieht 10 und 10, als hätte ich 10, ne? 1, 2, 3, 4. Ja. Mal schauen, wie ich das irgendwie unterbringen kann. Aber es sieht mir hier doch etwas nach unterschiedlichen Goldtönen aus. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, vielleicht habe ich die aus dem eigenen Bestand und dazu gekauft und dann ist eine Sorte von beiden vielleicht falsch. Gut, da wären wir. Ach so, oh, jetzt packe ich hier schon wieder ein. Sollte erst mal gucken. So, hier vorne kommen wieder zum Teil Fliesen oben drauf.
Zack. Weil wenn da keine... Ich weiß auch, es wird teilweise auch auf solchen Sachen wieder oben drauf gebaut. Das heißt, es ist dann gar nicht so schlimm. Also man sieht dann gar nicht so sehr die Oberfläche von den Fliesen. Aber ich hätte natürlich wirklich so schlau sein können und die ein bisschen draußen lassen können. Jetzt kippe ich die wieder aus. Super schlau. Super Tobi. So. Das sieht jetzt einigermaßen. Die lassen wir jetzt. Wir gucken einfach mal, wie geht es jetzt weiter. Ich blätter schon mal ein bisschen. Ja, das ist nur diese. Da ist quasi nur unten eine Linie. So, da bin ich jetzt gerade 23. Das heißt, jetzt können wir sie wirklich wegpacken. Da können wir sie wirklich wegpacken. Ich glaube, ich muss das Chatfenster mal ein bisschen mit Farbe hinterlegen. Sonst sieht man da manche Sachen gar nicht. Gut, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen... Das ist auch Lego, also es ist egal. Wir brauchen zwei. Muss ich den Kontrast jetzt höher drehen oder kriege ich das auch so erkannt, wie das gedacht ist? Egal. Also zwei davon. Dann, wo ist meine Tüte mit den da? Und hier ist meine Tüte mit denen. Und ich versuche jetzt krampfhaft auf dem Monitor zu erkennen, in welcher Reihenfolge die angebracht werden. Aber man kann es sich notfalls auch herleiten, weil das Ziel ist natürlich möglichst immer, dass die sich überlappen. Also dass immer genau die Nähte in der Reihe darunter. Also dafür, dass es alles Lego ist, sind die Farben aber schon mal verdammt unterschiedlich. Der und der, die sind gleich und der in der Mitte ist ein anderes Dark Red. So, zwei davon. Zwei davon. Wo kommen die hin? In die Mitte. Und der Rest ist Schweigen. Ach, das ist schön, da geht es mal ein bisschen voran. So, hey, wir sind in der nächsten Ebene angekommen. Moment, habe ich was übersehen? Ja, ich habe natürlich was. 24. Ach so, also klar. Jetzt, das ist, diesmal machen sie den ganzen Bogen in einem Rutsch. Ne? Deswegen. Also wir brauchen zwei davon. Wenn ich das richtig sehe, fangen wir damit an. Dann nehmen wir wieder die hier. Und in der Mitte bleibt dann ein 2x2 übrig. Und die haben wir ja da hinten, die 2x2er. So hatte ich mir das vorgestellt. Ich weiß ja ungefähr, ich habe mir die Anleitung einmal durchgeguckt. Und so hatte ich mir das vorgestellt, dass ich wirklich dann einmal so durchgehe. Was haben wir denn hier? So, womit fangen wir denn an? Also 30 Stück. Wenn ich das richtig sehe. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, zwei Etagen. Das heißt, es kommen jetzt überall. Nee, ihr wisst ja, Symmetrie muss bei mir irgendwo sein. Es kommen jetzt auf jeden
2 oben drauf. Ich weiß, das ist total bescheuert, aber ich hätte es gerne ein bisschen. Wenn schon Farbenseuche, dann symmetrische Farbenseuche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ach, guck mal, da haben wir ja auch schon. Was haben wir denn noch für Farben? So, das hat doch was. Kommen hier vorne noch irgendwelche schicken Sachen drauf? Nö. So, das heißt, ihr verzwiebelt euch erstmal wieder. Weil ich brauche ganz, sehr viel später brauche ich nochmal ganz viele davon. Sehr viel später. Das sollte ich nicht machen, das sieht gruselig aus. So, jetzt kommt wieder etwas, wo es mir vorgraut. Also, 2, 3er, 4, 4er und was Fliesiges. Fliesen hatte ich jedoch zwischendurch auch schon mal. Also, 4, 4er. Moment, wie machen wir das? So. Da kommt ein Dreier hin, die muss ich erstmal suchen. Und deswegen ist da auch keine Fliese, weil sich das beißen würde mit dem Raster. Keine Jumper Plate. Aber wo sind jetzt meine Dreierplates hin? Hier sind meine Dreierplates. Aber ich muss auch noch meine Dings da suchen, meine gewinkelten. So. Hier vorne kommt Fliese hin. Aber jetzt suchen wir erstmal. Fliese, aber zu kurze Fliesen. Da. So, ihr kommt hier drauf. Achso, brauche ich noch mehr von. Einfach mal auf die Teilliste gucken. Da steht 4. So, hier entsteht nämlich jetzt irgendwie eine kleine Lücke. Frage ich mich, wie die noch gefüllt wird. So. Und was jetzt wirklich interessant ist, ist die Frage Fliesen. Da dunkelrote Fliesen. Ich weiß, ich habe vorhin sowas gesehen. Das sind Winkel. Das sind Fliesen, aber viel zu kurze Fliesen. Noch kürzere Fliesen. Ich bin der Meinung, ich hatte die schon in der Hand. Da habe ich noch gesagt, ja toll, Fliesen. Also, das sind meine 2x4 Fliesen. Die sind noch völlig uninteressant. Das sind goldene Fliesen.
Das sind alles Plates. Da ist er. Das kann ja noch was werden. Naja, das sind halt hier diese schnörkeligen Sachen. Die Teile sind halt schwer zu finden. Aber es wird. Da ist jetzt die Frage, habe ich von denen eigene? Das muss ich erstmal gucken, weil hier... Ach, die schweben da drin. Die halten gar nicht. Gut, das ist jetzt too much information auf einmal. Fangen wir erstmal an. Hier kommt jetzt drauf ein Sechser. Ein Sechser. Dann kommt jeweils ein Vierer. Ein Vierer. Gut, und jetzt kommen wieder die Kurven. Aber... Was auch sehr spannend ist, hier kommt jetzt Brick, der aber unter sich keine Noppe hat. Das heißt, da muss ich jetzt unheimlich vorsichtig sein, weil wenn ich dagegen komme, sucht er natürlich das Weite. Das ist eine abenteuerliche Konstruktion, aber es geht halt nicht anders. So, jetzt... Muss ich den festhalten? Sekundenkleber, my ass. Ja, also. Nee, das. Irgendwann wird der halt von oben gehalten. Ne? Irgendwas wird oben drüber gebaut, aber das ist witzig, ne? Weil hier ist eben eine Lücke ohne Noppe. Und das ist der Grund, weshalb er an der Stelle keine Jumperplate nehmen durfte, weil dann wäre eine Noppe genau in der Mitte, wo hier jetzt eine Naht ist. Das liebe ich dann immer so, wenn es dann irgendwie so, tada, alles ergibt Sinn. So, jetzt wird es unangenehm. Jetzt sind wir hier. So. Acht Stück davon. Gott, jetzt wird es ja richtig lustig. Also, wir fangen mit denen hier an. Die habe ich jetzt in der Hand. So, einer dahin. Dann kommt der, dann kommen zwei Pins, dann kommt einer. Hier, das sind nämlich jetzt die Brick Modified, die eine Noppe vorne haben. Und da kommt nachher die Golddeko dran. Deswegen kommen davon jetzt hier so viele zum Einsatz. In der Lücke von... schon Mist gebaut. Also... Oh, das sind Blue Bricks. Das merkt man sofort, dass das Blue Bricks Steine sind. Die halten so bombenfest. Merkt man sofort den Unterschied. Klemmkraft von Blue Bricks Stein. Deutlich, deutlich. Höher anzusiedeln. So, dasselbe bauen wir jetzt symmetrisch auf der. Du kannst aber trotzdem drauf. Ach ja, vor allen Dingen, da ist es hier Blue Bricks auf Blue Bricks. Das macht es natürlich noch heftiger. Als Blue Bricks auf Lego. Drei Noppen freilassen. Aua, oh, das geht schon. Und ich hab das Gefühl, die sind scharfkantiger. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ich habe 8 verbraucht. Das ist nämlich wichtig, weil man nicht sieht, womit mache ich jetzt weiter. Mache ich jetzt mit denen weiter? Mache ich mit denen weiter? Oder hatte ich? Ich hatte doch. Ach, eigentlich ist das ja Quatsch. Eigentlich muss ich doch sagen, ich muss eher die benutzen als die von Lego, weil die von Lego. Kann ich wieder in mein Sortiment zurückpacken. Die von Blue Bricks, die will ich ja möglichst verbrauchen, fällt mir gerade so ein. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Also, du kommst dahin und du kommst dahin.
Stimmt, ich muss eigentlich vorrangig die Exoten verbrauchen und nachrangig meine eigenen. Weil also wenn mein Lego übrig bleibt, kann ich das wieder in die Sammlung zurückpacken. Die anderen packe ich nicht in meine Sammlung. Da bin ich krüsch, wie wir hier in Norddeutschland zu sagen pflegen. Zack. So, das waren jetzt. Achso, guck mal, die sagen 6 Stück. Die haben gesagt, 6 Stück soll ich verbrauchen. Ich habe aber erst 4 Stück verbraucht. Und ich kann erkennen, dass hier noch einer hinkommt. Und ich kann aber nicht erkennen, ob das ein Special oder kein Special ist. Aber von der Anzahl her muss es ein Nicht-Special sein. So, und was ich jetzt noch brauche, sind rote Macaroni. Dark Red Macaroni hätte ich gerne und die sind hier drin. Zusammen mit den roten Bögen. Weshalb ich schwierig daran komme. Darf die Zeit nicht aus den Augen verlieren. Es ist irgendwie morgens um 4 und ich baue hier immer noch. So. Du kommst dahin. Und du kommst dahin. So, und jetzt wird es richtig ätzend. Wir kommen zu richtig, richtig, richtig Kleinkram. Den hatte ich, glaube ich, noch gar nicht in der Hand. Oh mein Gott, so, es ist zu groß, viel zu groß. Das ist die richtige Größe. Davon reden wir. Und davon reden wir. Sehr schön. Das ging ja schnell. Und zwar brauche ich 4 Dark Red mit Kralle. Hier sind massenhaft Schwarze mit Kralle, die interessieren uns jetzt nicht. Uns interessieren die Dark Red mit Kralle. 4 Stück mehr habe ich hier auch nicht. Wollen wir hoffen, dass wir nicht mehr brauchen. Der Rest hier drinne sind Black mit Kralle zur Seite und Black mit Kralle nach oben. Professioneller ausgedrückt, ich weiß. Tschüss. Symmetrisch und hierhin. Oh, jetzt. Vielleicht war die Idee mit dem Sekundenkleber doch gar nicht so schlecht. Oder wenigstens Patterfix so zum reversiblen Fixieren. Und jetzt brauche ich noch wie viel? 6. Ich brauche 6 Plates in Dark Red. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 2, 4, 6. Zählen kann ich noch. So, wo kommen die hin? Neben Imsen. Ah, das ist alles sehr fummelig, aber notwendig, um halt diese Krallen an die richtigen Stellen zu kriegen. So. Tja, diese losen Steine. Das müsste sich aber gleich erledigt haben. Hallo? Computer. Moment, nochmal gucken. Das habe ich alles gemacht. Pöding. Irgendeine Notification. Ignorieren wir mal geflissentlich. So. 8 Dreier. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich die hingetan habe. 8 Dreier. Seid ihr hier oben oder seid ihr? Das sind die Vierer. Ich glaube,
glaube, die Dreier hatte ich hier drin. Wieso packe ich die immer wieder weg, wenn man doch den Eindruck bekommen könnte, dass sie gerade stark gebraucht werden? Da sind sie. Ich bin ja im Moment im Bereich des Plattenbaus unterwegs. Also wie viel? 8 Stück. Vielleicht sollten wir alle einmal auskippen. Achso, immer, eigentlich sind es immer 2 übereinander, weil wir wollen ja wieder... Sekundenkleber hat sich erledigt, weil unsere frei schwebenden Bricks sind jetzt fixiert. Zack. Und zack, so kommst du da bitte wieder raus. Oh. Ich habe keine Lust, jetzt eine Pinzette zu holen. So. Ihr geht mal wieder weg. 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 Weg, weg. Aber diesmal bleibt ihr hier. Noch habe ich Platz auf dem Tablet. Tablet, nicht Tablet. So, 2 Zweierbricks. 2. Fangen wir hier an. Ich brauche noch 2 davon. Es kann natürlich sein, dass der irgendwo anders noch ist. Es ist ja nicht immer alles an einem Ort, aber egal. 2 davon. Achso, habe ich ja hier auch noch. 2 davon. Jetzt gucken wir mal. Der soll... Ach so, da sind wir jetzt noch eine Etage tiefer. Was ist das denn hier für eine Konstruktion? Wieso bauen wir hier Bricks auf eine Fliese? Warum ist das denn keine Plate? Jetzt habe ich aber, wie gesagt, ein ganz anderes Problem. Eigentlich vermisse ich jetzt noch ein Brick. Das sind die Bögen. Das waren die Lego. Die wollten wir eigentlich zweitrangig benutzen. So. Auf der Suche nach dem verlorenen Brick. Also was sehr gut sein kann, ich hatte einen Brick selber. Ich habe leider die Listen weggeworfen, ich blöd, Mann. Es kann natürlich sein, ich hatte einen Brick selber und einen habe ich gekauft. Und der gekaufte, der kann natürlich hier irgendwo noch in irgendeiner Kiste, Tüte mit drin sein. Aber den zu finden, ist natürlich die reine Freude. Das ist hier alles zu klein. Hier sind meine Grauen. Davon brauche ich nachher ganz viele. Die Frage, kann er hier irgendwo mit drinne sein? Dann müsste ich das alles einmal auskippen. Weil es könnte schon sein, dass er hier irgendwo bei irgendeiner anderen Tüte mit drinne ist.
Guck mal hier zum Beispiel. Ja, die ist zwar, hilft mir jetzt nicht weiter, ist nicht das, die Lösung meines Problems, ist aber ein Beweis oder ist eigentlich so ein Hoffnungsmacher. Also das kann man so sagen, das sind alles 2x4. 2x2, also 4. Mathe, so wichtig. Aber wo ist... Kann er hier zwischen... Ja, das ist alles... Ihr habt ja vorhin auch gesehen, ne? Da habe ich hier gedacht, nee, nee, hier ist es ja nicht drin, aber dann war die Fliese doch hier drin. Aber das sind jetzt alles eindeutig Plates. Das sind eindeutig alles Plates. Das sind eindeutig alles Plates. Hier ist ja auch nichts zwischen. Ja, der größte Kandidat ist eigentlich diese Tüte hier. Da könnte er, ne? Es hilft ja alles nichts. Äußerst spannend. Nee, das sind tatsächlich alles 2x4er in eigentlich einer viel zu großen Tüte. Muss direkt mal gucken, was davon hier Lego und nicht Lego ist. Was ich natürlich auch machen könnte, ich könnte natürlich mal in meine Einkaufsliste gucken, vielleicht. Das ist Lego. Das ist auch Lego. Das sind wieder die abweichenden Farben. Das sind teilweise beklebte. Nee, das sieht schlecht aus. Nicht, dass ich jetzt hier die Makaronis aus Versehen einsammle, das wäre richtig blöd. Ja, das kann passieren, wenn sich das... Wenn sich das Rudel hier versammelt und mich beim Scheitern sieht, das ist echt zum... Ich hätte das Projekt irgendwann mal auf halber Strecke stoppen sollen. Das wäre, glaube ich, die bessere Möglichkeit gewesen. Hasskappe. So, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich an meinem... Hier nicht die Makaronis, die kommen jetzt mal weg. Sonst landen die Makaronis nämlich in dieser Tüte und dann ja, findet man hier alle. Finde ich die nachher nicht wieder. Scheißdreck, echt. So, ihr kommt auch mal da drüben hin. Verdammte Axt, echt.
glaube, ich muss jetzt gleich erstmal mich auf die Suche begeben nach der Antwort auf die Frage, habe ich das Ding überhaupt bestellt? Weil wenn ich es nicht bestellt habe, brauche ich mir ja auch keinen Wolf zu suchen. Das liegt ja irgendwo schon auf der Hand. Achso, noch zwei. So, also, es ist nicht da drin, es ist nicht da drin. Die Frage ist, kann ich das Teil, vor allen Dingen, kann ich da nicht einfach auch was anderes nehmen? Ich verstehe halt im Moment auch überhaupt nicht, was das soll. Ich muss noch mal ein bisschen zurückblättern. Ja, seht ihr, jetzt gut, dass wir da noch mal drüber gesprochen haben. Jetzt habe ich da falsch gebaut oder was? Tatsächlich habe ich da falsch gebaut. Gut, dass mir das jetzt einfällt. Jetzt ist es noch einigermaßen leicht zu beheben. Die gehören nämlich ein weiter und dann. Moment, das und das müsste doch eigentlich, nee, es kann nicht gleich hoch sein. Das bringt ja auch nichts. Jetzt habe ich immer noch hier, dass die Steine in der Luft schweben. Gut, wir gucken mal einfach, wie es weitergeht. Das ergibt keinen Sinn. Entweder ich habe da irgendein Detail. Ich habe da kein Detail vergessen. Doch. Doch, doch. Alles klar. So, jetzt brauchen wir Brackets. Brackets. Da sind Brackets. Das sind aber die falschen Brackets. Das sind die umgekehrten Brackets. Das sind die richtigen Brackets. Ey, Alter, ihr würdet. Ganz ruhig. Nicht aufregen. Schon gar nicht über die eigene Blödheit. Einfach ganz entspannt. Ja, das kommt, weil ich habe das obere Ding schlichtweg ignoriert. Warum auch immer. Ich habe gleich hier in der Anleitung auf die untere Hälfte geguckt und die obere Hälfte habe ich ignoriert. So. Da kommt jetzt eine Dark Red Plate drauf. Das hier sind aber alles gelbe Plates, wie man sieht. Wo habe ich denn eine schöne? Wo war denn meine gesammelte Plates-Tüte? Hier. Ja, jetzt wird es natürlich unangenehm. Weil da fehlt mir jetzt halt der Unterbau. Ich frage mich aber gerade, warum wir hier, ach so, ja, damit die Sachen obendrauf mehr Halt haben, weil
Da kommst du hin. Ich baue jetzt ein bisschen in der falschen Reihenfolge. Das ist mir bewusst. Da kommst du hin. Da ist doch meine 1x1-Tüte. Ich überlege, wie ich mich hier irgendwie jetzt aus der Affäre ziehen kann. Ich frage mich auch, ob ich das später noch irgendwie, also wenn ich das Teil tatsächlich vergessen habe zu bestellen, dann muss es ja nachträglich da irgendwie versuchen reinzuflicken. Und da bin ich jetzt halt gerade am Überlegen, wie das gehen könnte. Gut, jetzt bin ich aber gerade hier so im Fieber, dass ich denke, ich versuche wenigstens, ups, das hier nochmal hinzukriegen. Ach, guck mal, hier ist noch so eine Riesenfliese. Riesenfliese. Gut, hier waren die 2x3 Plates. Oh, hallo Tessie. So. So, gut. Da fehlt mir jetzt natürlich der Unterbau. Gut, ich könnte da jetzt als Provisorium. Wobei ich nicht weiß, ob ich von denen mehr als genug habe. Ich könnte da. Ich könnte da so einen einsetzen. Aber der fehlt mir nachher vielleicht an anderer Stelle. Aber gut, wir machen das jetzt erstmal. Wir schummeln jetzt. Wir schummeln. Geschummelt. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich brauche noch wieder so was Spezielles. 1x1 mit Kralle nach oben. 1x1 Dark Red mit Clip. Nein. Moment. Nein. Der Clip ist an der falschen Stelle. Ah, doch, die richtigen sind auch dabei. Ach, es ist auch wieder hier so eine 1, 1, 1, 1. Hier sind, wisst ihr was, ich schmeiß euch mal dazu. Einer und noch einer. Und der Rest geht mir schön hier wieder rein. Roter Kram. So. Das Grün. Ah, du gehst auch noch da wieder rein. So. Wobei ich könnte natürlich auch. Ne, ich glaube, wenn, dann ist der hier vorne leichter auszutauschen. Flupp, ja, der hat natürlich keinen Halt. Das dachte ich mir. Gut. Provisorium. Moment. Ah, ne, habe ich hier wirklich schon alles gemacht? Das, 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 das. Jetzt. Ah, das wird natürlich immer, immer schwieriger.
Was machen wir denn als nächstes? Als nächstes machen wir die nächste Schicht. Das wird natürlich immer schwieriger, da hinterher ranzukommen. Nee, also ich glaube, ich habe ja jetzt hier auch schon über eine Stunde und ich glaube, ich muss mich erstmal auf die Suche nach diesem Teil begeben, beziehungsweise ich werde gleich erstmal gucken, ob ich es überhaupt bestellt habe. Weil ich befürchte, weil wenn ich es nicht bestellt habe, dann ist natürlich wirklich, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem. Aber wenn ich es bestellt habe, dann muss es hier auch irgendwo sein. Und wie gesagt, hier jetzt noch immer weiterbauen, immer weiterbauen, immer weiterbauen und da unten ist dann das falsche Teil verbaut. Und vor allen Dingen, weil ich glaube, könnte es gut sein, dass ich den Stein brauche, den ich da jetzt so halbgar eingesetzt habe. Das wäre ja auch tückisch, dann habe ich ein Problem durch ein anderes ersetzt. Das wäre ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Gut, ja, ich würde dann sagen, dann machen wir für heute Feierabend. Ich gucke mal, ob ich irgendwie rausfinde, wo dieses Teil ist. Ob ich es überhaupt bestellt habe, das finde ich erstmal raus. Und dann geht es bei Gelegenheit hier weiter. Okay, dann bis dann. Jetzt muss ich hier nur gucken. Wir machen das Ganze einfach. Ich schalte jetzt erstmal nochmal hier drauf um. Weil wenn ich hier drauf umschalte, dann kann ich das hier hinpacken. Und dann kann ich hier da drauf gehen. Also gut. Bis dann.